Seat gehört definitiv zu den erfolgreichsten Marken des letzten Jahres, nicht nur allgemein gesehen, sondern auch was den VW-Konzern betrifft. Und das ist gar nicht leicht, denn den VW, Audi und Skoda-Jungs, denen geht es grundsätzlich ausgezeichnet. Wenn man vom Erfolg von Seat spricht, dann denkt man an alles, an Ibiza, an Exeo und, nur definitiv nicht an den Altea, denn der war, seitdem es ihn gibt, nicht unbedingt der Rausreißer. Was der Grund dafür war, ich weiß es nicht. Hat die Form nicht gefallen, das Konzept ja grundsätzlich ein sehr feines, geringe Außenabmessungen und viel Raum im Innenraum. Trotzdem hat er irgendwie nicht unbedingt in die Zeit gepasst und dementsprechend war es logisch, dass man in dem Erfolgssog von Ibiza und Exeo jetzt dem Altea ein kleines Facelift angedeihen lässt, um ihn einfach frischer zu machen und um zu zeigen, dass Seat abgesehen von den arrivierten Produkten wie Ibiza und Exeo auch noch anderes zu bieten hat. Zwei Besonderheiten sind es, die den Altea ausmachen. Einerseits der sehr typische Fahrspaß, andererseits sein Design. Während aber der neue Ibiza oder Exeo außen die ausdrucksstarke Handschrift des Lamborghini-Designers Luke Donkerwolke tragen, so hat man den neuen Altea nur sehr behutsam überarbeitet. Die Änderungen fallen nur echten Spezialisten auf, wenn man das Auto einfach im Straßenverkehr sieht. Wenn man den Vorgänger und den neuen Altea nebeneinander stellt, dann sieht man, was sich wirklich getan hat. Vom Design her trotzdem noch immer sehr technoid, technisch und dynamisch auf der anderen Seite und das passt eigentlich gar nicht zusammen, trotzdem sehr lieb und sympathisch. Das haben die Designer geschafft, die Altea zu verbinden und das ist auch genau das, was die Zielgruppe möchte. Ein ordentliches Auto, mit dem man sich nicht genieren möchte, auf das trotzdem die Kinder fliegen. Apropos fliegende Kinder, die dürften auch von den Motoren begeistert sein, die im Altea zur Verfügung stehen. Die Benzinerpalette reicht von 85 bis scharfen 211 PS bis hin zu sehr verbrauchsgünstigen Dieselaggregaten zwischen 105 und 170 PS. Ein Highlight dabei ist der Ecomotive genannte 105 PS Diesel mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 4,5 Litern. Ein weiteres Highlight ist, dass für die meisten Varianten DSG verfügbar ist. Unser Testwagen ist mit dem 125 PS-igen TSI-Motor ausgerüstet und fährt sich damit wie ein richtiger Seat, also sehr pfiffig und sportlich. Manch eine Testfahrerin in unserer Redaktion gab ihm gar das Prädikat Go-Kart ähnlich. Der aus dem Doppelrohrauspuff dröhnende Sound samt Turbosäuseln erhält von uns ebenfalls ein dickes Thumbs up. Es sind auch Kleinigkeiten, die die Designer im Innenraum des neuen Altea im Vergleich zum Vorgänger geändert haben, aber vom Gefühl her wirkt es wie ein Quantensprung. Wenn man sich hineinsetzt, hat man ein absolut sportliches Feeling, sportlicher fast als beim neuen 6er Golf GTI und das ist ja grundsätzlich das Maß aller Dinge. Die Sitze sind super hart, bespannt, bieten enormen Seitenhalt, das Lenkrad liegt gut in der Hand, die Armaturentafel ist super sportlich und trotzdem gut lesbar und so Kleinigkeiten wie zum Beispiel das unten angebrachte Gaspedal. Das wirkt einfach beim Fahren. Das steht in keinem Prospekt, aber wenn man drinnen sitzt, dann weiß man, wovon ich spreche. Absolut fein auch, dass man wieder zu bewährten Bestandteilen aus dem Konzern gegriffen hat, denn die Armaturentafel dort, wo das Radio früher war, die hat sehr flächig und eher ein bisschen billig gewirkt. Die ist jetzt absolut hochwertig gestaltet und hat das VW-Navi-System drinnen. Das beste zurzeit am Markt befindliche mit Touchscreen und allen Features, die man sich nur vorstellen und wünschen kann. Kommen wir zur Conclusio des neuen Seat Altea und da zeigt sich, dass gut Ding einfach Weile braucht. Dass man mit ein paar Handgriffen, sowohl technischer als auch optischer Natur, aus einem normalen Auto, das mäßig gefällig durch den Verkehrsalltag rittert, ein wirklich schönes und vor allem praktikables Teil machen kann. Das zeigt der Altea in all seinen Varianten mit den verschiedensten Motorvarianten. Dass der Altea ein echter Volkswagen ist, das merkt man einfach im Detail, speziell an der neuen Armaturentafel und am verbauten Navigationssystem. Grundsätzlich ein feines Auto, das zeigt, dass man in dem erfolgreichen Sog von Ibiza und Exeo auf einmal auf Dinge aufmerksam wird, die man vorher gar nicht beachtet hat. Und das ist eigentlich nichts anderes als im echten Leben.